Hallo zur Szene München. Hallo zur Szene München. Von der neuen Welle 2018. Die Plattenfirma Elektrola blickt zurück, bilanziert das vergangene Jahr und blickt voraus auf das frisch angebrochene Jahr 2018. Was gibt es Neues auf dem Musiksektor? Es werden neue Künstler vorgestellt. Es wird vorgestellt, was etablierte Künstler Neues am Start haben. Ja, natürlich vorzugsweise im Schlagerbereich mit all seinen Facetten. Ist jetzt nicht so meins, aber naja, ich habe ja Jürgen Drews mal gefragt, hör mal, wenn du jetzt nicht Jürgen Drews wärst, wärst du Fan von Jürgen Drews? Na, hat er gesagt, nein. Musik weltweit jetzt mal gesehen boomt. Auch die von einigen noch nicht geliebten Streaming-Dienste lassen die ganze Musikwelt noch mal richtig wachsen. Auch in Märkte, über die man noch nie nachgedacht hat. Indien, China, Afrika und so weiter. In Deutschland gibt es vielleicht das Problem, dass wir sehr am physischen Markt hängen und dadurch diese Einbrüche, die da jetzt unweigerlich kommen, nicht ganz so schnell kompensieren können. Aber auch der deutsche Markt hat letztes Jahr auf dem Jahr vom Vorjahr und die beiden Vorjahre hat der Markt jeweils gewonnen. Also da gibt es jetzt keinen Grund zu jammern. Und in der langfristigen Perspektive, wenn dann auch die technischen Innovationen sich mal durchgesetzt haben, können wir, glaube ich, ganz optimistisch nach vorne gucken. Und wir müssen hier neue Acts zeigen und die werden dann sich auch ihren Weg bahnen, auf welche Verbreitung das denn, über welche Verbreitung auch immer das dann geht. Hey Gil, ganz im Vertrauen, das ist hier eine Schlagerveranstaltung. Ja, aber du bist hier. Ich dachte, es ist Elektro. Ja, es ist Elektrola. Ja, ich dachte, aber fast. Elektronische Musik. Und ich bin ja als Techno-DJ, habe ich mir gedacht, darf ich da nicht fehlen. Was machst du hier? Schlager ist schnell, also ich... Keine Ahnung. Nein, ich wurde eingeladen und mal gucken, ich schaue mir das an. Das ist ja... Freigetränke. Offen für alles. Ja. Irgendwie so. Offen sein, offen. Ich wollte dich sehen, mein Herz. Ich dachte, du hättest jetzt wieder mal deine Gitarre ausgepackt und statt hier ganz auf rebellisch, machst du jetzt vielleicht auf gemäßigt und gefällig und Schlager und so, jedoch mitnichten. Nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kenn ein paar von den Leuten, die jetzt hier sind, also dafür verantwortlich sind, noch von früher, als sie bei der Konkurrenz waren. So. Da, als ich da noch war und ich dachte mir, nachdem ich ja jetzt hardcore-mäßig ins Kindermusikgeschäft einsteige, dachte ich mir, muss man auch mal ein bisschen sich um die Musikindustriebranche kümmern und so alte Kontakte auffrischen. Aber ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, was hier passiert. Jetzt habe ich gehört, einer von den Kellys spielt, einer von den 500 Kellys spielt mit einer neuen Familie. Ich wusste nicht, dass sie noch eine neue Kelly-Familie haben. Die haben Familien überall, das ist Wahnsinn. Die haben sich ja unglaublich vermehrt. Angelo Kelly und Family, also nicht die Kelly Family. Der Angelo Kelly hat sich ganz eigenständig vermehrt und das nicht so knapp. Also neben der Musik haben die Kellys wohl offenbar mindestens noch ein Hobby. Ja, die singen halt Englisch, also Irisch. Ist auch Schlager irgendwie, halt nur auf Irisch. Dann klingt's plötzlich cool, oder? Ich habe mal hier so ein Beispiel ausgedruckt. Folgender Text. Die lange gewundene Straße, die zu dir nach Hause führt, für mich wird sie immer da sein. Ich kenne sie schon ewig und sie weist mir immer wieder den Weg zu dir. Die stürmische, aufgewühlte Nacht, die der Regen schließlich fortgespült hat, sie hat einen ganzen See voller Tränen hinterlassen. So schmerzlich habe ich den Anbruch des Tages herbeigesehnt. Warum lässt du mich hier draußen stehen?
zeig mir den Weg zu dir und so weiter und so fort. Also hier bis zum Ende. Ja, ey, super, oh, Angelo Kelly und Family, wow. Zeig mir den Weg heim zu dir. Überraschung, das ist von den Beatles, The Long and Winding Road. Ja, und das ist ein Beispiel dafür. Ja, auf Deutsch sagen sie dann vielleicht, Schlager Schmalz, aber wenn man es dann auf Englisch macht, dann, oh, cool und so, ne? Wir alle wissen, du warst in Schweden, bist mit einem Koffer voll neuer Songs zurückgekommen. Was wird denn daraus gemacht? Was gibt's irgendwann mal Neues von dir? Jetzt darf ich jetzt noch das nächste Kapitel mit meiner eigenen Familie schreiben. Wir machen schon seit einigen Jahren Musik, aber noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Haben es ein bisschen immer ein Team gehalten, damit die Kinder sich entwickeln können, ohne Druck. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man da ein bisschen mutiger sein kann. Sie war wirklich wahnsinnig kreativ in den 5 Tagen. Normalerweise sind ja bei mir immer ganz viel, die Kinder sind immer um mich rum und da ja, hat man immer sehr schwer Zeit, kreativ zu sein oder musste es in der Nacht machen. Und jetzt war ich halt 5 Tage ganz allein in Schweden in so einem kleinen Häuschen und habe aufs Meer geschaut und dann ist mir so viel eingefallen. Ja, bei uns gibt es eigentlich mittlerweile schon in all den Jahren immer jedes Jahr zumindest eine neue CD. Wir werden jetzt langsam anfangen, wieder neue vorzubereiten im Herbst. Immer wie pünktlich vor dem Spatzenfest wird dann wieder eine neue CD auf den Markt kommen. Es ist nicht immer so einfach, die passenden Lieder auszusuchen. Viel Arbeit im Vorfeld, aber hoffen wir, dass es wieder passt. Jetzt habe ich tatsächlich ein ganzes Weihnachtsalbum geschrieben und ein Weihnachtskinderalbum. Also da ist mir ganz viel eingefallen und das machen wir jetzt gerade fertig alles mit meinem Mut zusammen. Das dauert jetzt noch eine Zeit, aber so wie es ausschaut, wird es an Weihnachten eine kleine Weihnachtstour geben. Da spielen wir 15 Termine, unter anderem in München im Prinzregententheater, wo ich mich schon sehr drauf freue. In einer ganz schönen Besetzung mit Violine, mit Geige und so, also ganz ruhige, intime Besetzung. Und Kontrabass, mein alter Bassist, spielt mit, der Otto Schellinger und die Marlene Schwen von Garnes. Und da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Ich habe mich zur Opernsängerin ausbilden lassen und singe jetzt Mozarts Instrumentalstücke erstmals in gesungener Version zusammen mit Krimild Maria Siegel. Und wir haben in Wien Uraufführung. Aber ich bin irritiert, ein Instrumentalstück verfügt doch nicht über einen Text. Genau, und deshalb haben wir einen italienischen Text dazu gemacht. Diese Werke sind ja frei und dürfen entsprechend bearbeitet werden. Und Instrumentalwerke von Mozart, die jeder kennt, erstmals gesungen. Ist eine klasse Geschichte und Krimild Siegel hat das für sich damals so ausgedacht. Und wir haben es jetzt zusammen im Duett aufgenommen und werden es präsentieren. Und das ist eine Herausforderung. Viele stecken mich ja so in die Schlagerschublade, ist auch okay, aber ich bin eine ausgebildete Musical-Sängerin und habe immer schon Musical gemacht. Mein erstes Album war Musical, bevor ich zum Schlager kam. Jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich alt genug, jetzt mal lasse ich mich zur Opernsängerin ausbilden. Und das hat wunderbar geklappt und jetzt will ich da natürlich auch ein bisschen was machen. Bei mir gibt es immer wieder was Neues, wir haben eine ganz super Geschichte, Zeppelin, mein Musical, an dem wir jetzt lange gearbeitet haben. Und wir haben jetzt die Pressekonferenz am 13. in Duisburg und da werden die ganzen Künstler vorgestellt und dann gibt es Welturaufführung. Wir lassen unser Feuer leuchten, lassen unser Feuer leuchten, wir strahlen in allen Farben. Mensch, Oliver! Ja? Die Musik, die man macht, ist ja nicht zwangsläufig immer die gleiche, die man hört. Nein. Privat. Wie verhält es sich denn so bei dir? Was hörst du denn privat, von dem wir alle völlig überrascht sind, dass du das hörst? Also ich muss dich so ein bisschen enttäuschen. Ich bin wirklich so ein Nerd, wie ich auch auf der Bühne gebe zu sein. Ich höre wirklich so schräge Musik, sehr viel skandinavische Folkmusik, die wahrscheinlich 3 Käufer haben im CD-Bereich. Und ich liebe es. Ich liebe Gregory Porter. Das ist für mich einer der größten Künstler unserer Zeit. Aber er hat eine bescheuerte Mütze auf. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber es geht ja um die Musik, nicht ums Aussehen. Was ich privat höre, ist meine eigene Musik. Das ist klar, weil man sehr hart dran arbeitet. Ich höre schon hauptsächlich die Musik, die auch wir machen, oder deutsche Schlager. Oder ich bin ein großer Fan auch von Country-Musik oder vor allem ruhigere Musik. Ich bin auch ein großer Fan von Enya. Das ist auch was ganz Besonderes. Ich höre Klassikmusik am meisten zu Hause, wegen den Kids, das ist ganz gut. Die lieben das. Es läuft da viel Vivaldi, es läuft Albinoni, es läuft Beethoven, es läuft Bach. Aber wenn ich so ganz, ja mal was anderes hören will, dann höre ich Gershwin an allererster Stelle und Ragtime. Ich liebe Ragtime-Musik, Marvin Hamlisch, die ganzen alten Ragtime-Songs und sonst natürlich ja alles, was
an guter Musik gibt. Gern mal Hip-Hop oder sowas, richtig fett auf die Schnauze. Und ich glaube, vielleicht ist deswegen auch vielleicht das dritte Album von uns, Geiles Himmelblau, sehr, sehr bunt, extrem bunt, weil jeder von uns, die Lieder sind alle selbst geschrieben und bringt da seinen Einfluss mit rein. Und so kommt ein bisschen Pop von ihm mit rein, von mir ein bisschen die härteren Beats, von dir wieder ein anderer Geschmack mit. Das ist natürlich Einflüsse, die mitspielen. Ich höre eigentlich tatsächlich ganz viel Singer-Songwriter, was man jetzt vielleicht wahrscheinlich erwarten würde. Aber auch ein bisschen rockigere Sachen, Red Hot Chili Peppers oder sowas. Also ich höre ganz früh unterschiedliche Sachen. Aber jetzt nichts so, total was Brutales. Hard Rock. Metal. Aber ohne Witz. Nein, ich kann das nicht vormachen. Ich höre das nur gerne. Ich bin jetzt kein Metaler. Ich gehe nicht auf die Konzerte, aber ich liebe die Musik. Aber die mit Orchester. Also Metal, Schlagzeug, Hard, also Avantasia und so Zeug. Nessun Dorma von Manowar. Ja, kennst du nicht? Ist geil. Ja, kenn ich doch. Ja, super. Total. Aber ganz heimlich auch hin und wieder mal so eine kleine Metal-Maus. Metal-Maus. Also früher, muss ich zugeben, bei uns gab es halt auch so ein Disco, ja, in Braunstedt. Das war die Rockvilla und da ist halt einfach nur so Heavy Metal und sowas gelaufen und das haben wir dann schon okay. Das war dann schon nicht schlecht, ja. Also ich habe während meiner Abiturientenzeit tatsächlich wahnsinnig gern B-52 gehört. Und wenn ich das heute jemandem vorspiele, die halten mich für verrückt. Ich höre sehr viel Jazz. Gerade Bebop-Jazz aus dem 50er, 60er ist so meine Lieblingsmusik, wenn ich das sagen müsste. Jede Art von Musik gefällt mir immer wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es passt. Ich habe viele Jahre auch nach wie vor Pearl Jam, Rage Against the Machine, egal. Also meine Plattensammlung ist sehr, sehr vielfältig. Es läuft ja ganz gut für euch, oder? Ja, zum Glück. Ja eben, das kann ja nicht jeder behaupten. Also gerade wenn man solche Sparten bedient wie ihr. Aber da seid ihr natürlich auch ganz on top, wie man so sagt im Musikbiz. Wenn ihr mit der Karriere eines Künstlers tauschen könntet, mit wessen Karriere? Da würde ich natürlich jetzt Flo oder Billys Karriere wählen. Ja? Ja. Da will ich mit ihm. Läuft es bei ihm besser als bei dir? Hat er einen besseren Vertrag oder was? Ja, ja, genau. Andere Verträge. Er hat ein Bier in der Hand. Und damit hat er schon mal echt was erreicht heute. Ich will nicht mehr tauschen. Ich will nicht tauschen. Ich will keinen Tag jünger sein. Bin happy, so wie es ist. Gar keinen. Weil meine Karriere war auch sehr hilfsbereit, Leute kennenzulernen. Auf der Straße Musik zu machen, hat dazu gefügt, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Ich habe vieles erlebt. Ich würde keine andere Karriere haben wollen. Also ich beneide manchmal die Leute, ich habe gerade die Autobiografie von Donovan gelesen. Ja. Zum Beispiel Singer-Songwriter der 60er, 70er. Der als kleiner Folksänger mit einer Gitarre und so ein paar Songs, der hat einfach damals was Totales losgetreten. Der ist um die ganze Welt gereist, hat unglaubliche Millionen verkauft. Und das beneide ich schon so ein bisschen. So ein richtiger cooler Country-Sänger, das wäre das, was mir richtig zusagen würde, weil Country-Musik ist immer, das erzählt auch irgendwie von Freiheit, von richtig von Natur und das ist immer was mir besonders gefällt. Mit Christina Bach würde ich gerne tauschen. Die hat vieles richtig gemacht. Das ist ja dann nur mit Gershwin, aber der ist schon tot und ich will doch nicht tot sein. Nein, das ist mein großes Idol. Zuzüglich auch Peter Ustinov gibt es leider auch nicht mehr auf dieser Welt und ich hoffe, ich bleibe noch ein bisschen hier. Nein, das Leben ist eine Achterbahn und ich habe doch einen langen Weg schon hinter mir, aber es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich weiß ja, dass du ein riesiger John Mayer-Fan bist. Ich bin ein großer John Mayer-Fan, wobei der John Mayer, der spielt ganz viel in Japan und sowas, was auch toll ist. Ach, ich bin eigentlich total glücklich mit dem, wie es bei mir so ist, weil wir müssen eigentlich zu weit fahren, was ist eigentlich ganz schön. Eigentlich ist das super. Wir fahren halt also ganz viel in Bayern rum und Bayern ist auch wahnsinnig schön und ach, eigentlich freue ich mich total, dass es so ist, wie es ist. Aber ich habe großen Respekt vor großen lebenden Legenden, beispielsweise Howard Carpendale, Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer sind alles Größen, die sehr, sehr, sehr viel erreicht haben und ja, das ist schön. Wow, dreifach Gold für Maite Kelly, für ihr Album Sieben Leben für dich. Dreifach Gold, das bedeutet über 300.000 verkaufte Alben. In Zeiten wie diesen ist das durchaus eine, also boah, ne?
braucht die Welt nicht. Hat die gerade gesagt, eine dicke also kleine Kelly braucht die Popwelt nicht. Also ich sehe das im Moment anders, weil wie gesagt dreimal Gold hier, wie auch immer. Vielleicht schaffen wir das ja auch mit unserem All-Star-Schnipsel-Hit. Also, weil ich habe hier verschiedene Menschen gebeten, sing doch mal eine Zeile. Kann von dir sein, kann von einem anderen Künstler sein, kannst dir auch gerade ausdenken. Und das schneiden wir dann zusammen. Wird ein Brüller. Wird ein Brüller, geht bestimmt auf die Eins. Wird Wahnsinn. Jetzt seinen, weil, ne? Was? Habt ihr was? Wir können jetzt endlich anfangen. Come as you are, you're perfect like this. Manchmal verspricht dir ein Tag, was er da nicht halten kann. Keep on singing. Manchmal führt der Weg, den du weitergehst, nicht ans Ziel. Ein Bild von einem Mann bist du. Wofür hat man ein Herz, wenn man nicht drauf hört? Mein Typ, das gebe ich ehrlich zu. In einer Welt, die uns oft so fremd ist, sind wir nun auf uns selbst gestellt. What you want? Baby, I got it. Isn't she lovely? What you need? You know I got it. Isn't she beautiful? All I'm asking is for a little respect when you come home. Isn't she precious? Hey, baby, when you get home, yeah. Isn't she wonderful? Bin unvernünftig, ich weiß, ich mach den größten Fehler mit dir heut Nacht. Mein Herz wird mal weinen um dich. Sie meint mich. Ja. Ist doch alles scheißegal, das SCH-Wort im Schlager. Naja gut, Schlager fängt ja auch mit SCH an. Und wenn eine das darf, dann ist es hier Anna-Maria Zimmermann. Das klingt dann schon wieder süß, wenn ihr dann das SCH-Wort singt, ne? Ja, das war's auch mit der Szene München für heute von der Neuen Welle 2018. Es wird ein spannendes Schlagerjahr. Und Anna-Maria Zimmermann ist offenbar ein bisschen kalt, deswegen hat sie sich hier diese Thermojoppe umgelegt, wie auch immer. Und schon wieder, scheißegal, darf man das sagen und singen und so? Warum eigentlich nicht? Ja, servus, danke aus. Boah.